Es war schon immer so, dass viele Dinge nicht ohne Sponsoringleistungen möglich sind. Das betrifft vor allem Vereine. Hier sind Unterstützer ganz wichtig. In Zwickau und im Umland sind nicht nur viele Menschen ihrem FSV, unseren Rot-Weißen, eng verbunden, sondern auch Unternehmer. Mit deren Sponsoringleistungen ist der Verein in der Lage, ordentliche Arbeit zu leisten. Eine schöne Tradition ist es, Sponsorenabende zu veranstalten. So geschehen wieder am gestrigen Abend. Eingeladen hatte man seitens des Vereins in die Räumlichkeiten der DRH Vermögensverwaltung und das nicht zum ersten Mal. Ja, das kann man so sagen. Der Sponsorenabend findet wieder bei uns statt. Wir haben ein bisschen Lücke gehabt, ein paar Jahre, aber freuen uns natürlich, hier wieder Gastgeber zu sein. Das ist auch eine Herzenssache, weil der FSV Zwickau natürlich der Verein unserer Stadt ist. Nach und nach trafen die Gäste ein, alle vereint am Ende eins, ihre Verbundenheit mit dem Verein. Ja, auf alle Fälle. Also so, die Website hieß ja früher Herzensangelegenheit und genauso empfinde ich das auch. Nämlich nicht nur für den Verein was zu tun, sondern für die Menschen hier in der Region und natürlich auch für die Stadt Zwickau. Weil der Fußball transportiert unwahrscheinlich Emotionen und macht die Stadt Zwickau auch in ganz Deutschland bekannt. Und das will ich einfach unterstützen. Für uns ist es besonders wichtig, dass ein Fußballverein, der in der Klasse arbeitet, natürlich auch eine Vorbildwirkung hat für alle anderen, für Kinder, für junge Erwachsene, ja, für eine ganze Region. Und da ist natürlich auch wichtig, dass wir als Handwerksunternehmer aus der Region dort mit dabei sind und mit sponsern. FSV-Sponsoring bedeutet ja für die Region einiges, für die Wirtschaftlichkeit der Region stehen wir alle Mittelständler. Deswegen finde ich, das ist eine wichtige Sache. Vor allen Dingen auch im Nachwuchs sind wir da auch gut aufgestellt, machen auch einiges mit den Jungs und ja, schauen jetzt zuversichtlich in die Zukunft. Gibt wenig Perspektiven, aber wir freuen uns trotzdem, hier dabei sein zu dürfen. Ja, das ist auf jeden Fall immer das Größte, was wir machen können als Fußballfans, unseren rot-weißen Verein unterstützen. Das wollen wir dazu noch sagen. Mit vor Ort war auch der Geschäftsführer des FSV. Ja, Marvin Klotzkowski, Sie sind ja den Zwickauern kein Unbekannter und zurück nach Zwickau gekommen. Wie geht's Ihnen? Hervorragend. Ich freue mich, dass wir heute Abend hier bei der DRH Vermögensverwaltung zusammengefunden sind und einen schönen Abend zusammen miteinander verbringen werden. Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder einen geregelten Rhythmus gefunden haben, dass ich zurückkommen konnte, durfte. Natürlich die Grundbedingungen waren etwas erschwert, aber haben uns jetzt gut eingefunden in neuer Atmosphäre und freuen uns auf die zukünftige Zeit miteinander. Wir haben es ja immer in den Pressekonferenzen gehört. Die Spieler sind angekommen, es ist ein tolles Team und jetzt muss vielleicht nur noch auch beim nächsten Spiel das bisschen Quäntchen Glück eine Rolle spielen. Das ist richtig. Aber wir haben auch, oder vor allen Dingen unser Sportdirektor Toni Wachsmuth hat ja auch schon vor der Saison gesagt, dass wir mit den finanziellen Bedingungen es dieses Jahr wieder erschwert haben werden, da irgendwo auch sportlich irgendwo natürlich oben mitzuspielen. Ziel ist, die Klasse zu halten und daran hat sich auch nichts geändert. Also von daher wird der Monat sehr entscheidend werden. Wir haben jetzt noch schwierige Spiele. Wir spielen am Wochenende gegen Saarbrücken und haben dann auch noch einen knackigen Endspurt vor uns. Also es ist und bleibt spannend bei uns. Die Sponsoren, die heute hier sind, sind das eine, aber ich glaube, die Fans sind ganz wichtig. Absolut. Also wir haben ja unter Corona haben wir erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. Deswegen freue ich mich und vor allen Dingen auch die Zahlen sind ja wirklich überragend. Also wir haben vorsichtig kalkuliert, weil wir auch nicht genau die Situation einschätzen konnten, wie viele Zuschauer in Stadion finden werden. Wir hatten jetzt gegen Bayreuth unter der Woche annähernd 6.000 Zuschauer da. Also von daher überragend und mein Appell, bitte kommt weiter, strömt ins Stadion, unterstützt den FSV und jegliche Hilfe ist auch dringend notwendig bei uns. Wer die Spieler des FSV kennt, der weiß, dass sie bodenständig und mit ihren Fans verbunden sind. Selbstverständlich waren gestern Spieler der ersten Mannschaft mit vor Ort. Ja, auf jeden Fall ist es wichtig. Auch so eine Veranstaltung ist wichtig, dass sich alle Sponsoren untereinander mal kennenlernen, treffen und austauschen. Das ist, denke ich, gerade wichtig so. Und für uns natürlich super. Sie unterstützen uns beim Fußball und wir versuchen es natürlich mit Leistung zurückzubringen. Apropos mit Leistung zurückzubringen, wir waren heute zur Pressekonferenz und es ist ja immer trotzdem dieser Wille da. Ja, wir wollen aus unseren Fehlern lernen und wollen es besser machen. Aber ich glaube, die Fans sind bei euch. Ja, wie immer halt. Ne? Jetzt steht Saarbrücken vor der Tür. Wird sicherlich kein einfaches Spiel, werden sicherlich auch ein paar Fans von uns mit hinfahren und wir werden halt versuchen, die bestmögliche Leistung abzuliefern und dann vielleicht einen Punkt, im besten Falle drei Punkte mitzunehmen.
Natürlich war am gestrigen Abend auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Dann ging es los. Die Moderation des Abends oblag Stadionsprecher Det Fischer. Man freute sich seitens des Vereins nach einer Zeit der Unterbrechung, wofür die Gründe allseits bekannt sind, endlich wieder solch einen Abend durchführen zu können. Nach einigen Statements gab es dann einen regen Gedankenaustausch und interessante Gespräche. Dann bleibt zu wünschen, dass unsere Rot-Weißen weiterkämpfen. Wir jedenfalls glauben an die Jungs von Joe Enox und drücken an dieser Stelle ganz fest die Daumen für das Auswärtsspiel morgen in Saarbrücken.